Leute, willkommen zurück zu My Sims Test. Im heutigen Part testen wir den schnellen Schläger. Mal gucken, wie schnell er wirklich ist. Ich bin mal gespannt. Wir versuchen mal direkt, trefft die Mitte. Hier, schneller Schläger. Trifft die Mitte. Was damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Respekt davor, deswegen werde ich hier hinten bleiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Alter! Vor allem der ist auch flach. Und irgendwie reagiert sie manchmal dann nicht. LOL! Der reagiert einfach manchmal dann nicht. Alter, okay, da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Das ist zu krass, wie der Ball abgeht. Alter, aber er ist cool, der Ball. Also, das geht auf jeden Fall schneller. Und ich glaube, ich habe jetzt auch die perfekte Strategie rausgefunden. Gut. Das heißt, wir können es gleich nochmal versuchen, eigentlich. So. Ja, doch, wenn wir, wie heißt es jetzt, ja, hinten bleiben, dann klappt es eigentlich prima. So, wir versuchen es jetzt mal mit dem schnellen Schläger und diesmal versuchen wir auch eine bessere Medaille zu kriegen. So, trifft die Mitte. Wir gehen wieder ein bisschen zurück. So. Ja doch, das sieht in der Hinsicht gut aus. Und das geht richtig ab. Alter, ist der schnell. So. Tut manchmal leicht in den Augen weh, dass man den Ball so ein bisschen unter Sichtfeld halten muss. Aber ist so ein Gefühl, das läuft gut. Das läuft sogar mehr als gut. Ja, doch. Das könnte eine Silbermedaille auf jeden Fall sein. Oder? Oder hat irgendwas. Hat irgendjemand was dagegen zu sagen? Ich glaube, ich nicht. Also ich glaube das auf jeden Fall nicht. So. Oh, das war eine sehr schöne Runde. Oh, 3800. Alter! Gold! Yeah! Oh, wie cool. Gut. Versuch noch kurz, da das andere Spiel hier auch auf Gold zu stellen. Das machen wir mal mit normalen Schläger. Alter, ey, das ging ab. So, trifft den Apfel. Das war ja ein cooles Spiel eigentlich. Oh, mit dem schnellen Schläger geht das richtig ab, ey. Dann können wir in den Minispielen hier auf jeden Fall, schnell Dings holen. Gold. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. So. Ich bin perfekt durch die Mitte. Ich bin so gut. So. Gut, einmal. Ah, wieder die goldene Mitte. Ich hasse es, wenn ich die goldene Mitte treffe. Das will ich eigentlich gar nicht. So. Danke. Dann kommt links die Seite. Hä? Was sollte die Scheiße denn? Was fängt die auf einmal an, andersrum zu schlagen? Och Gott. Ja. Alter. Theoretisch kannst du ja den Ball steuern, indem du in eine Richtung drückst, aber irgendwie. Ja. Manchmal. Da hat sie irgendwie so einen starken Drall drin. Da kann man nichts mehr gegen machen. So, leicht nach links. Mitte und den rechten. Oh, das war. So, das mit den Zielen habe ich so leicht raus. Würde ich sagen. Ja, ja. Ist alles nur ein bisschen Timing-Sache, aber dann läuft das auch prima. So.
Natürlich kriege ich keinen Apfel. Warum auch? Ich meine, ich brauche keinen Apfel. Ich habe schon Gold. Aber, ja. Man will natürlich auch ein bisschen mehr Punkte haben und ein bisschen mehr Geld. Und deswegen machen wir es ja alles. Wir brauchen ja auch ein bisschen Geld. So. Wow, das war auf jeden Fall eine solide Punktzahl, finde ich. Also, ja, ich bin zufrieden mit mir. Und es gibt schön Geld, natürlich. So, damit haben wir die nächste Goldmedaille. Das waren zwei schöne Runden Racquetball. Also zwei schöne Runden Racquetball. Ich bin echt zufrieden. Wir müssen einmal kurz hier oben die Karte wechseln. So. Ja, uns fehlen halt noch ein bisschen Level für, ja, das Sternlevel. Also ich möchte das Sternlevel gerne vollkriegen, aber es ist gar nicht mal so einfach, wie ich dachte. Ich habe mein Lieblingsparfüm verlegt. Ja. Damit kann ich dir aber nicht helfen. Ich meine, ich habe keine Sachen zu verkaufen. So, er steht... Was ist das denn für einer? Spannt er jetzt hier in das Haus rein oder was? Was geht bei dir ab? Wie kann ich... Und ja. Erkunden, ich weiß. So. Und du? Okay. Dank deiner harten Arbeit ist Racquetball jetzt der Renner. Ich denke, wir haben für den Racquetball alles getan, was möglich ist. Lass uns mal schauen, bei was wir Oma noch helfen können. Okay. Oma, was ist mit dir? Weißt du, meine Nichte Rosalind ist ebenfalls... Ah, ja, ich weiß. Rosalind geht's auch gut. Frag den Maser aus Wien. Vor 2 Jahren Let's Play, am 28.02. oder so. 2013. So lange ist schon her. Ist echt unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ich hatte Streit mit meinem Freund. Mein Erholungsurlaub ist... Oh, Ausflug ist ruiniert. Okay. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will mit dem, dass ich die ignoriere. Ich möchte eigentlich nur die Leute, die mir Sternlevel geben, ansprechen. Ich wollte mir ein paar Sehenswürdigkeiten ansehen und nun gibt es hier nichts zu sehen. Ich warte auf die Leute, die sagen, ich hätte gerne das Käsekuchen. Und dann geben wir das und dann BÄM! Sind wir alle glücklich. Aber irgendwie gibt es die Leute nicht. Die haben wir schon angesprochen. Ja, das ist jetzt natürlich... Uns fehlt immer noch ein bisschen zum Sternlevel. Ich weiß nicht, wie ich drankommen soll, aber irgendwie wird es schon eine Lösung geben. So, unser einsames Haus hier hinten, das haben wir auch noch. Ach ja. Ich würde sagen, wir legen uns hin und gucken mal, was so der nächste Tag bringen wird. Vielleicht können wir Helene ja im Rathaus ansprechen und die sagt uns irgendetwas Wichtiges. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne vorankommen, weil das ist momentan, glaube ich, das größte Problem, was ich habe. Es gibt einfach nichts mehr, was ich machen kann, so wirklich. Und ja. So, Kleidung. Moment mal. Wir haben die Standardsachen hier noch drin. Okay. Natürlich. Aber habe ich nicht irgendwas gekauft? Vielleicht hier? Nee, hier auch nicht. Oh Gott. Hä? Habe ich einfach nur ein weißes T-Shirt gekauft. Kann natürlich auch sein. Das war so ein schwarzes Shirt, das gefällt mir schon mehr. So. Weil heute ein schöner Sommertag ist, gehen wir so raus. So. Mal gucken, was die Bürgermeisterin so für uns hat. Da werde ich mich ja freuen, wenn wir die anderen DS-Teile spielen, die irgendwann kommen. Denn da kann ich auf jeden Fall sagen, dass das schneller gehen wird, weil ich da noch mehr weiß von. So, was ist mit dir? Hallo. Willkommen in meinem hübschen Blumenladen. Die Sims verstehen den Zauber von... Oh, nee. Ja. Warte, dann machen wir es anders. Wir kaufen Blumen. Und zwar tragbare Gegenstände. Und kaufen erstmal Blumensträuße. Hier. Und zwar am besten so 10 Stück. Vielleicht ist ja auch so, wenn wir den Leuten, ja, die Sachen geben. Also, so, dann wird das was. Aber ich glaube nicht. Na, du Kind? Eigentlich müssten hier doch ein paar süße Sims unterwegs sein. Hier. Ich bin süß. Aber ich bin immer süß.
Ich bin ein Karies. So. Was? Vergesst, was ich gesagt habe. Bitte vergisst es einfach. Ach Gott, ey. Ich werd sogar richtig rot. Für mich? Ich bin gerührt. Ja, unterhalten und unterhalten. Super. Das ist eine sehr erfolgreiche Konversation, wenn ich mich nur unterhalten kann. Und einmal zuhören kann. Aber Frauen reden ja immer so viel. Ne? Es gibt bei Frauen gibt es nichts anderes als reden, reden, reden und reden und reden und reden. So. Oh mein Gott. Ja, und auf Wiedersehen. So, wir wollten auch zur Bürgermeisterin gehen. Reden wir mal kurz mit dir. Was ist los mit diesem Ort? Hier gibt es nichts. Doch, hier gibt es einen Blumenstrauß. Und zwar hier. Unser Inventar ist mal vollgebombt mit Blumensträußen, Kuchen und allem dem Dreck, ey. Das ist... Boah. Dankeschön. Was für ein wunderschönes Geschenk. Danke. Ach, herrje. Warum sind die alle so aggressiv in dieser Stadt? Das kann doch nicht normal sein, ey. Alle regen sich auf. Was für eine scheiß Stadt hier. Vergast sie und verbrennt sie und Atombombenexplosion am besten. Oh, du machst mich noch wütender. Nein, mach ich nicht. Klar, du hast recht. Ich hab immer recht. Dass wir dann 200 kriegen, ist eigentlich echt freundlich, ja? Yeah! Machen einfach vor allen, die hier fremd sind, auf beste Freunde, ja? So. Was hast du uns noch zu sagen? Die Fähre fuhr vor langer Zeit einmal... Okay. Stellte aber den Betrieb ein, als die Besucher ausblieben. Schön, dass wir sie wieder nutzen können. Damit will sie mir doch irgendwas sagen, oder? Was ist das? Ansprechen kann ich es auf jeden Fall nicht. Wir können aber auf Bürgermeister spielen. Ja. Raus aus meiner Stadt! Was ist das? Diskus werfen? Ja, so sieht es auch aus, als wenn sie Diskus wirft. Ja, hat sie seit dem Lebtag nichts anderes gemacht. So. Ich habe im Casino all mein Geld verloren und besitze keinen Cent mehr. Oh, kann ich ihr Geld geben? Dann kann sie noch weiter alles verzocken. Hier, ein Kuchen. Der hat $90 wert. Oh, Simoleons. Ich sag immer Dollar, ich weiß nicht warum. Weil das Zeichen für Dollar und Simoleons sich ziemlich ähnlich sehen, denke ich mal. Dankeschön. Ah, dieser Kuchen. Diesen finde ich nicht so toll. Aber kennst du schon Charlies neueste Kreation? Er hat einen neuen Kuchen? Oh, das tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Komm. Wir suchen uns gleich den neuen Kuchen aus. Keine Sorge. Und dann kaufen wir den neuen Kuchen. Von deinem Geld natürlich. Glaub mir. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, du hast zwar nichts mehr, aber... Ja. Besser nichts mehr als noch weniger. Wobei, wenn ich überlege, zählt nichts mehr auch als Schulden? Also, dass man Schulden hat irgendwie? Oder zählt nichts mehr als, dass man einfach gar nichts mehr hat? Also, es gibt ja das nichts mehr haben und das verschuldet sein. Was sie wohl meint. Sie war im Casino, also denke ich mal eher, sie ist verschuldet. Definitiv. So. Dankeschön für die schöne Information übrigens mit dem Kuchen. Das ist sehr informativ gewesen. Hey, hey, danke, dass du so viele Kuchen kaufst. Du machst mich zu einem glücklichen Chefkoch. Weißt du, ich höre dir meine Lade viel Klatsch und Tratsch. Und wenn du mehr Kunde kaufst, das ist ein Sonderangebot nur für dich. Dann sage ich dir, was andere Kuchen denken. Kunden, nicht Kuchen, sorry. Und heute erzähle ich dir von mir. Jeder erwartet von mir, dass ich eine berühmte italienische Chefkoch wie meine Cousin Gino werde. Nein! Du bist ein Zwilling, du bist kein Cousin! Nein! Aber in der Wirklichkeit liebe ich die chinesische Küche. Chinesische Küche und Kuchen kombiniert, das ist mein heimlicher Traum. Okay.
Ja, und du hast auch echt eine neue Kreation. Die Frau hat echt recht gehabt. Danke. Was passiert, wenn ich dich nochmal anspreche? Ja. So viel zur neuen Kreation, ne? Das war ja sehr erfolgreich. Warte mal, ich gehe mal vielleicht raus. Event auslösen. Man kann ja nie wissen. Ach Gott, ey. So. Hey, willkommen in. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Eben. Was für ein Lügner. Was für eine Lügnerin. Und ich habe ihr Kuchen gegeben. Ah, ich bin so ein Idiot. Wie konnte ich nur so blöd sein? Was ist mit dir, Iru Lady? Was ist das mit diesem Ort? Hier gibt es nichts. So, da geben wir dir halt Blumen. Ich hätte nicht gedacht, dass das was bringt, wenn wir die ganze Zeit hier Sachen verteilen, aber scheint wohl doch Erfolg zu bringen. So. Was für ein wunderschönes Geschenk, danke. Mein Gott, ey, wie sie immer so richtig aggressiv sind in dieser Stadt. Das ist. Nee, das ist doch nicht normal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Ich meine. Ja, auf welchen Drogentrip sind die gekommen, dass die so aggressiv denken? So. Okay, so können auch hier Geld reinwerfen. Ja, machen wir einfach mal. So. Und. Flop. Ich hoffe, das bringt mir ein bisschen Glück. Ich hoffe es auch, weil ich brauche unbedingt Sternlevel weiterhin. Weil es kann ja nicht angehen, dass wir gerade gar nichts mehr finden. Die Anzahl der Touristen hängt von der Attraktivität der Gegend ab. Um die Attraktivität eines Ortes zu erhöhen, kannst du eine Sportart beliebt machen und die Touristen irgendwie zufriedenstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Du solltest also eine Kombination aus verschiedenen Dingen versuchen. Problem, was ich habe. Ich kann 2 Millionen Gäste hier haben, aber irgendwie, ja, komme ich nicht voran. Und genau das ist mein Problem. So, was sagt die Zeit? Ich glaube, wir haben gleich Mittag. Ja, haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Wenn wir mal hier kurz eine Runde. Was ist das mal mit dir hier? Ich war essen und es war einfach nur furchtbar. Ich glaube, mir wird schlecht. Ja, weißt du was? Dann am besten kriegst du hier einen Teekuchen, ja? Warum? Weil der Kuchen lecker ist. Davon wird keinem mehr schlecht. Ich schwöre ich dir. Oh, danke. Ist zwar schon abgelaufen, aber okay. Oh, sie ist trotzdem. Alter. Sie ist trotzdem glücklich. Ja, zuhören geht gar nicht. So, endlich. Ich wollte schon die ganze Zeit trösten, aber wenn das nicht kommt, kann ich das nicht machen. Das Problem ist einfach, die Auswahlmöglichkeiten unter diesen 4 ist ein bisschen behindert. So. Und durch. Ja, Sternlevel, das ist echt das größte Problem, was ich hier gerade habe. Ich komme einfach nicht voran mit dem Sternlevel. Ich habe ein paar Sims gesehen, die Racquetball spielen. Weiter so, Masa. Hey. Gut, dann spielen wir mal eine Runde. Vor allem, da wir jetzt schon Gold geholt haben bei der einen Stelle. Na, können wir das eigentlich ändern? Nö. Gut, nehmen wir den schnellen Schläger, versuchen mal, trifft die Mitte zu machen. Und dann sehen wir weiter. Also, dass wir da wenigstens Gold kriegen. So. Ja, das war eigene Dummheit, gebe ich gerne zu. Weil ich nicht zurückgegangen bin. Vor allem ist, glaube ich, der Boden hier anders, ja? Wobei, ja, kann auch sein, dass er wieder okay ist. So. Ja, jetzt glaube ich, habe ich es wieder drin. Das Problem bei dem Spiel ist, ich muss versuchen, das, was ich da oben an Rekord und so habe, zu ignorieren. Ansonsten lasse ich mich vielleicht davon ablenken. So viel dazu. So. Wir kriegen wenigstens immer 50 Punkte. Das ist sehr gut.
Also wenn der Ball da hinten abprallt. Ja, ob es für Gold reicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Glaub nicht, ne? Ah, nee. Nein! Es kann nicht sein! 16 Punkte! Der hätte wenigstens hinten noch zählen können. Das wäre gemein. Ah. Nee, 316. Oh. Okay. Ein bisschen mehr. Aber kein Problem. Versuchen wir nochmal. So, ich will auf jeden Fall Goldmedaille kriegen hier. Ich weiß noch nicht, ob es was Besseres gibt. Ich glaube, Gold ist das Höchste, was wir haben können. So. Ja, kommst du mal in die Mitte? Ja, war klar. So, jetzt hab ich's natürlich wieder versaut. Das ist unglaublich schön. Mein Gott, ey, das war... Oh, komm! Hör auf damit! Können wir das Spiel irgendwie abbrechen? Nö. Oh, ich hab's wieder versaut. Das kann nicht wahr sein. Warum fängt ihr jetzt an, schräg zu schlagen? Hä, ich verstehe das nicht. Ich drücke noch nicht mal in der Richtung, ey. Das ist... Sie schlägt einfach schräg, warum auch immer sie das macht. Ich verstehe es einfach nicht. Das hat sie die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt macht sie es auf einmal. Oh, 666 Dollar. Yeah. War sehr erfolgreich. So, Leute. Im nächsten Part werde ich mal gucken, ob ich dieses Spiel mit dem Fallschirmspringen hinkriege. Dass ich das ein bisschen mit dem Pusten einstellen kann. Bis dann, Leute. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.